Es geht schon wieder los. Ich werde angeschrieben, dass wir gefobbt und geradet werden. Als ich mich einlogge, ist schon ein Großteil der Verteidigung weg, aber wir pushen direkt gegen ihre Fob. Ace heißt der Tribe und der bekommt direkt Besuch. Unloco, unsere größten Feinde auf dem Server, versuchen zeitgleich uns zu raiden und pushen Ace von hinten. Das bedeutet, wir haben eigentlich drei Tribes, wo jeder gegen jeden kämpft. Um das Ganze ein wenig auseinanderzuziehen, haben wir noch eine Flanke aufgemacht. Wir haben links neben den Fobs von beiden Tribes noch eine kleine Fob von uns sozusagen gebaut, um dagegen zu halten. Und da steigen wir jetzt ein. Viel Spaß dabei. Hast du noch die Teile für den Aufbau? Können wir noch so einen Aufbau machen? Wie den da? Wie den einen? Blackie? Jo. Super. Jetzt ist es auch voll ruhig. Wir geben die ganze Zeit auch keinen Timer. Ich verstehe zwar nicht, warum die nicht auch gegeneinander campen. Komme ich überhaupt drauf oder bin ich da abgeknallt? Ne, geht. Ne, ich stand gerade. Sehr gut. Ne, wir müssen den halt Land klauen. Die bauen links einen neuen Tech-Gen auf. Guck mal, die bauen links. Nein. Glück, Bruder. Jo, die schießen auf den Rex. Die kommen mit irgendwas, glaube ich. Baust du da unten das auf? Ja. Was ist denn das? Das Braune, was da geflogen kommt. Die werfen mit Scheiße oder so. Das klingt jetzt schlecht, aber ja. Jetzt sehen sie auch, dass wir mehr defenden, ne? Als an unter anderen Base. Alter, guck dir mal an, was die rechts bauen. Das ist doch neu, oder? War das schon die ganze Zeit? Dieser Kran. Wird doch kein Kater mit. Ich hatte noch gar keinen Kater. Fuchs? Bin doch gar nicht da vorne. Isa saß da drauf. Ich saß da drauf, aber. Ach ja. Ich hab jetzt wieder einen. Diese scheiße Bälle, das ist ein Reaper. Was du da gesehen hast. Naja, aber was schießt denn der? Das sind die Ace-Typen. Die schießen auf die Unlocker. Ja. Das sind echt die Ace-Typen, Alter. So Leute, ich muss jetzt erstmal eine Pause machen. Muss mich jetzt erstmal hinlegen. Ich habe eigentlich alle ausgezogen, die Tools habe ich in Repli getan. Meine Leute konnten das Ganze dann easy halten und ich hatte Zeit, mich ein bisschen auszukurieren. Hallihallo, ich bin mal wieder eingeloggt. Ich habe jetzt wirklich 2 Tage Pause gemacht. Wir stehen noch. Wir wurden noch irgendwie 1-2 Mal angegriffen, aber die haben immer nur gesoakt. Oh mein Gott, wie viele Wyvern das einfach sind. Wie geil. Ja. Mal gucken. Ich weiß, dass die anderen ganz schön Defense aufgebaut haben. Muss ich mal kurz schauen. Ihr hört doch, ich bin immer noch krank. So, hier konnten wir nicht rebuilden so richtig, weil da einfach das Turret Cap schon überschritten war, was ein bisschen sad ist. Ah ja, hier sind noch meine ganzen Crown Turrets, die ich einfach wild verstreut habe. Aber gut, jetzt haben sie hier noch eine Wall hingebaut. Sehr nice. Die hatten sie das letzte Mal schon angefangen. Richtig cool. Das ist nur Tech Turrets. Hier oben, ja. Ob das einen Grund hat? Ach ja, mein Aufbau steht auch noch. Sehr cool. Dann hier oben die Turrets und dann haben sie nochmal einen Tower gemacht. Mhm. Ist auch ein interessantes Design, aber es ist ein Cliff Tower geworden. Ich verstehe. Ist eine Cliff, mhm. Ich würde tatsächlich auf diese Seite ein paar Turrets setzen. Hier so rüber. Das ist eh ganz cool. Wir würden hier so runterschießen. Vielleicht setze ich noch ein paar. Ja, schau an. Geht das hier rüber? Ja. Oh, ist das nice. Oh nee, das ist auch noch alles von uns. Das war es, was wir beim letzten Mal zur Defense-Stelle den Berg hier gekleistert haben. Also wir haben jetzt schon eine ganz ordentliche Defense, würde ich mal behaupten. Batterien sind auch alle wieder geladen, ey. Ein Traum. Die haben uns nämlich ganz schön das Leben gerettet teilweise. Ich habe auch gehört, dass wir schon wieder überall Fobs außenrum hatten um uns rum. Die alle weggeräumt wurden. Also es haben wohl insgesamt 5 Tribes versucht uns zu raiden. 5, ja. Aber wir haben durchgehalten.
Die sind nicht geradet worden. Und jetzt hat es seit 2 Tagen keiner mehr probiert. Also heute hat es einer probiert, aber halt sehr unmotiviert, aber nicht wirklich mehr. Ich schätze fast, dass wir die Season durchgehalten haben. Hi Leute, ich habe eine Base entdeckt und ich glaube, die Turrets, die auf dem Dach da haben, sind unpowered. Unlucky Solo, unpowered. Tut mir schon leid, ne? Ja, die sind aus. Aber was für eine Base. So wie man die früher so gebaut hat, weißt du? Mit so Gates außenrum. Ist das überhaupt eine Base oder ist das ein Tower? Eine Freistehende oder was? Ja, hier ist auch ein Spieler. Hier liegt der. No Luck heißt der. No Luck. Aber es ist irgendwie nur ein Tower und übel viele Tames. Wenn ich da jetzt ranschieße, rasten die bestimmt alle aus, ha? Gucken, ob der Bullets drin hat. Versuch mal. Ja, klar, die Rexe auch und so. Uff, alles eskaliert. Ach, unlucky Solo. Jetzt frage ich mich, ist hier unten drunter noch eine Base irgendwo? Und dann hätte er seine Tiere nicht oben drauf gestellt und er würde oben drauf liegen, oder? Weil hier sind ganz viele Tower unten, die aber alle keine Turrets drauf haben. Also es ist so vorgebaut, weißt du, mit Hedge-Frames und alles. Mhm. Ist voll traurig. Was ist denn hier drin? Du müsstest die wirklich wegraden. Ja, der ist doch eh offline. Vor allem, du erzählst mir doch gestern, ihr habt irgendwas in der Westzone weggemacht, ja? Aber bei mir willst du das wirklich machen? Es waren immer mehr wie 2 Turrets oder 4 Turrets. No luck. Keine Ahnung, verstehe ich nicht die Base. Das stehen, da ist nichts. Das ist nur die Tiere töten. Das ist für ein Arsch. Aber da ist irgendwas. Was ist denn das? Ein Solo-Guy hat da irgendwas stehen. Und das ist powered. Aber da ist auch schon wieder gar nichts drin. Hä? Also hier sind ganz komische Sachen auf Ragnarok, muss ich jetzt mal so sagen. Ach, da oben das Bett. Auf Island ist es weniger komisch, da raiden wir jetzt eine Pearl Cave, die Blackie und Fuchs schon angefangen hatten am vorherigen Abend. Dirpman. Hi. Die wir raiden, sind es die Dalkas Mobbers? Was für eine Sprache soll das denn sein? Das könnte gut möglich sein, dass die so heißen, ja. Weil hier Cliffs und irgendwie... Warum ja, sind denn hier Spikes, ne? Ja? Ja, die haben auch nicht wieder aufgebaut, also cool. Aber du sagst, sie spielen nicht mehr? Ja, ich habe zumindest das Gefühl, weil ich meine, wir hatten jetzt noch mit Normal Turrets stehen. Okay, ich bin einfach heute nur Zuschauer, ich nehme auf. Ihr müsst jetzt mal unterhalten, seid mal witzig. Schwimm jetzt rein. Oder auch nicht, ich häng schon wieder irgendwo. Mhm. Du guckst nach unten in den Fußboden, ne? Ja, mit Absicht. Gut. Und der Sonstige ist da. Der ganze Eingang war vorne zu mit Spikes und Cliff und Dalkas. Das meiste haben wir schon mit Carbos und C4 weggemacht. Okay. Schießen ja noch 2 Turrets. Ja, nur eins oben und eins an der Seite. Da wird nichts Krasses drin sein, nehme ich an. Ja. Das sieht voll so aus wie so eine Base von ersten 1-2 Tagen. Ja. Alle. Probier's. Theoretisch was dürfen wir nicht shooten. Ey, 100.000er Hit, Alter. Ja, 110.000er. Nein, ich hab jetzt mal die Stegos aus der Tilt, so wie von 170 sind sie nur 90. 99. Ach du Scheiße. Rest ist alles Dreck, ja? So ja, viele. Ja, das ist alles Müll. Das ist 50er Stats. Ja gut, das sind ja die Zwischenwerte, klar. Ja. Ja, viele 50er, weil wir zwischendurch nur den Wert hatten. Ja, klar. Mussten wir ja auch nehmen, ne? Carbos 43, 53. Ist alles weg. Also ich hoffe, es ist so gut wie alles besattelt. Wenn nicht, egal. Wenn ich glaube, ich habe alles, was ich sprengen konnte, gesprengt. Basilos, hast du gesagt, soll ich noch mitnehmen, ne? Nee, brauchst du nicht mehr. Hat schon Basilos nicht, okay. Nee, hat gereicht. Dann bringe ich erstmal die erste Ladung Müll rüber und dann bringe ich die erste Ladung Müll. Ja, bring rüber. Die haben wir schon rein. Island, ne? Ja, bring die endlich Island. Mal Müll rüber, Mensch. Wir sind die 6 von der Müllabfuhr. Schießt da noch was oben? Ja, dann ja, oben schon, ja. Deswegen ist es ja fast kaputt. Ich bin einmal reingekommen. Ich habe alles gesprengt, das von unten ging, der Rest ist zu hoch. Da müssen wir dann... Das... Jetzt schieße ich die Frames noch weg.
Die Hedgeframes. So, oh, da ist weg. Also in der Textdeutsch sind die ganzen Stege drin. Mhm. No. Ja, wenn der Drop jetzt weg ist, innerhalb von 20 Sekunden. Was brauchen wir denn noch? Rüstung, hat er gesagt, ne? Bleib. Weil man hier auch wunderbar einen Stego hinhauen kann, hier links vorne. Ne? So, es geht auch, glaube ich. Erstmal die ganzen Crap loswerden an Carbos. Es ist halt wirklich sehr viel Müll dabei. Aber es schießt voll wenig. Ich glaube, es schießt nur noch ein Turret. Ja, es schießt nur noch ein Heavy. Wie kann ich mein Zeug haben? Ah ja, gut. Jetzt habe ich nur noch einen Helm. Das eine Turret, weil ich so ein bisschen... Oh mein Gott. Ich bin's wirklich nicht gewesen. Ja, ja. Aber es war einfach völlig, weißt du, ich tu ganz leise, guck ich mir die Oberfläche und plötzlich boostet mein Dingens wieder los. Wie ihr es so schön kennt. Bam. Vollpulle reingeboostet. Okay. Mal probieren. Dann Sattel drauf. Ist einer mit 53k. Mal gucken. Okay. Ich steig jetzt auf. Okay. Ich krieg ganz schlimme Player-Hits. Ja. Ich bin Half-Life. Nee, ich krieg übelst die Player-Hits, selbst hier hinten, weißt du? Ja, ja. Okay. Wir können maximal. Sau doll. Also das ist halt nicht viel drin, ne? Aber. Ich war inzwischen mal links das Zeugs hier weg. Dass man sich da besser bewegen kann, falls wir doch mit Stego nochmal hoch müssen. Kannst du C4 noch einstecken? Ich hab C4 noch, ja. 21 Stück habe ich noch. Hey, ich bin doch hier oben gestorben. Ja. Mhm. Achtung. Meine nächste Hose ist leider kaputt. Ach, du soakst das. Ziel angreifen. Oh ja, jetzt läuft sie los. Oh, oh ja, die drei da vorne auch. Ah, oh ja, oh ja, oh ja. Nee, sie hängt. Ja. Unten ist es weg. Mhm. Ich schmeiß nochmal Stego hin und probier's nochmal. Uff, übel weit rausgehüpft einfach. Hallo. Hallo. Hallo, Turrets, ich komme. Ja, das sag ich so. Ich komme nicht drauf. Ich probier's mal von der anderen Seite. Nee, bei mir sagt, oh ja, oh ja, von hier komme ich drauf. Bist du jetzt drauf, ne? Ja. Ach du Scheiße, wie ich zersehen willst. Keine Chance, ich nicht. Dich zersehen willst immer so hart. Ich hatte gehofft, weil es mal ein Tech-Truit leer ist, aber keine Chance. Wie Truits sind das doch gar nicht, dass es dich da so zersäbelt. Oh, dieser Alibug, ich wirklich mir Platz gleich aus. Ey. Geht's? Okay. Ja, ein C4 ranrobbt, das sieht schon gefährlich aus. Der Heavy ist schwierig, aber. Ja. Ja, ja, sie geht vor. Sie ist richtig drin, sie ist richtig drin. Du kannst zünden. Nee. Zünd den Lager. Oh. One-Shot, bam! Boah, die ist nämlich genau drin. Ich konnte nicht, ich hab gedrückt, das ging nicht. Okay. Das ist schade, weil das wäre nämlich gut. Ich kann dich aber auch nicht graveln, also doch jetzt. Ich guck, ob ich zünden kann. Ja. Deine Leiche mal noch ein Stückchen runtergezogen, kannst du easy wegnehmen von hier. Ist noch drüben, Delta? Ja. Retten bitte. Boah, das ist so traurig, weil die Carbo ist genau unten reingelaufen, ne? Da hätten zünden können, das wäre so gut gewesen. Aber von dem Weg hat die den perfekten Durchgang. Also wenn man genau das nochmal macht mit Donnercarbo, wird das richtig gut. Iceland. Lost, nee, so Island. Ja, Delta, mach erstmal du deine Nummer. Und dann mache ich nochmal einen Schmeißer, falls deine Nummer nicht klappt. Ach du Scheiße.
Ja, okay. Das waren die Dinger. Warte, ich muss von unten. Aua, lass es. Oh. Schade. Also ja. Links ist auf jeden Fall gut kaputt. Ja, das ist richtig. Sehr gut. Okay, ja, C4 dran. T-Wissel neutral. Okay. Komm. Ey! Ach du Sau. Ja, ja, ich bin gerippt. Natürlich krieg ich da nichts raus. Geh dies hin, die. Delta. Ich verstehe auch nicht, warum, obwohl ich sie auf neutral gepfiffen habe, die Carbo sich da halt überhaupt nicht bewegt, ne? Null. Die oben steht, ja, die hängt so. Jetzt, es ist auf jeden Fall dran. Aber jetzt kommt sie nicht mehr hoch, hä? Nee. Was denn das für ein. Scheiß! Also, warte mal, ich sehe Schadenzahlen. Ich habe die anscheinend doch rausgekriegt. Ja, aber von. Von Fancies. So. Oh ja. Das war gut. Kam eine zweite durch, lull. Vor allem, wann kam die denn? Durch? War er nicht schon über lange tot, als die kam? Ja, ja, das Geräusch zumindest. Ja, ne? Aufpassen, Stegos hinter dir, nicht, dass er dich irgendwie drückt. Ich bin extra im Jugendfreibereich geblieben. Ich komm nicht mal drauf. Ich kam nicht drauf. Ich nicht. Aua, aua, aua. Bing, 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 lull, lull, die war noch nicht auf Akku gestellt, lull. Delta, was machst du denn mit Blackies Leiche? Das sieht übel krank also, aus. Sie stand mir im Weg, ich nur. Die Leiche stand dir im Weg. Kein. Naja. Riech das schon. Der hängt im Hedgeframe. Ja. Komm, Feuer! Um was hast du noch gehittet? Ein Bodenturret ist weg. Die dreht halt garantiert ins Wasser rein. Ich wette. Positiv denken. Guck mal, wo die steht. Nee. Oh doch! Oh, sie hat die Kurve gekriegt! Aber sie läuft genau hinter die anderen. Aber das könnten. Ja, spreng! Ja, gut. Zwei Tech-Turrets weg. Eins noch. Ah, die stehen immer noch. Jetzt ist weg. Eins steht noch. Nee, eins steht noch. Weg. Yes, sehr gut, Delta. Ich hab fucking nichts mehr. Kann ja alles easy gemacht. Nein! Passt oh, alles. Sehr gut. Passt alles, ey. So, jetzt kann der Stego, glaube ich, weitergemacht. Aua. Was ist denn? Standest du auf dem Stego, Schwanz? Auf dem Stego. Ja, was kann ich dafür, wenn er auf meinem meinen Schwanz steht? Was? Ja, was? Da unten? Ist ja mit dem Stego den Respekt finden, ne? Ja, es ist nur noch unten ein Heavy. Ich habe aber keinen Rocket Launcher. Ich habe einen mitgebracht. Ich schwimme gerade rüber. Ich sehe das auch gar nicht. Ach, da unten, das ist übel geblockt durch die ganzen Carbos. Irgendwo schießt noch eins. Ja, die anderen habe ich gesorgt. Gerade eben. Es haben vielleicht 5-6 Stück geschossen, aber. Irgendwo schießt, glaube ich, noch eins außer das, oder? Ja, ich glaube, du kannst jetzt, glaube ich, den Jenny schon abschießen. Ach, da ist der Jen, stimmt. Ach, da ist ja noch eins. Ja, ich schieße den Jen ab. Ist eine gute Idee. Ich habe den gar nicht gesehen. Ah, ich war durstig. Ich glaube, also, ja. Meine Leiche. Aber ich habe doch Dinger extra rein, Delta. Ach, alles gut. Alles aus. Hab den Jen abgeschossen. Bing bong. Nicer Scheiß. Ich hab den Delta gebunden. Sehr gut. Alter Blacky, wie du einfach in meinem Schwanz tritt schnarrst. Das klingt ganz, ganz weird. Das Tech-Turret hier unten hat bloß noch 63 Schuss. Ja, ich sag ja, das war so gut wie alles leer. Blacky, du hast so C4, um dann die ganzen Laden zu sprengen, ne? Sieben habe ich noch. So. Ich hab 100 Rockets. 100 Rockets und ein Raketenwerk. Vielleicht ist ja auch noch C4 drin. Im Repli, also es ist übel viel Poly drin. C3 haben sie nicht, habe ich mal eingegeben. C4 aber auch nicht. Ich mach jetzt Bumm.
Ich stehe gerade hier noch. So, egal. Das ist die Rache. Die Rache. Hast du hier überall C4 platziert, oder was? Oben. Okay, warte. Feuer! Nee. Ey! Lass mich erst raus jetzt. Ich bin auch noch. Ja, ich wollte auch gerade sagen. Ja, wahrscheinlich wird auf so einem scheiß Hai. Kann ich auf neutral pfeifen? Soll ich einmal eine Rocket hier reinpusten? Angler. Du musst mal treiben, gell? Ja, komm. Nacht. Go. So. Das Ding steht immer noch. Der Gucker ist immer noch nicht. Das wollte ich gerade sagen, das Ding steht immer noch. Hier sind nur Peats drin, na toll. Was? Peats? Achso. Ja. Carbo-BP. Danke. Giga-BP. Danke. Wie gut ist das Giga-BP? 154. Perfekt, das hat nämlich noch gefehlt. Wir haben kein Cap. Oh, Tuso-BP, Cap. Haben wir schon. Ja? Okay. Ja, Giga hat gefehlt. Giga ist nice. Achtung, Delta. Ich spring jetzt auch mal. Weg da! Ah, ich hab gar keine, hä? Wieso? Ich hab doch Rockets gelootet. Was ist mit denen? Warte, hier. Nimm die. Nimm die. Ich sehe nichts, irgendwie ist hier alles grün. Aber da steht immer noch, der wollte jetzt so weg. Oh, du hast Grrrr gekillt. Das war Turret, 800 Schuss. Mann, ich hab auch so ein Bier gesoffen, Mann. So. 3, 2, 1, Feuer, ich zuerst, haha. Emil an. Getötet. Nee, Delta. Ich hab Emil getötet. Emil, hi. Zwei Bullets, die ganzen Bags kannst du ja liegen lassen, ey. Fleisch müssen wir bitte mitnehmen, ne? Also, wenn er Fleisch findet, mitnehmen. Wir brauchen Fleisch. Ja. Tribe Score plus 1. Wir haben da einen Punkt mehr, Leute. Ist jemand links in der Ecke? Nee, ne? Das ist sau, wie viel Charcoal hier ist. Ich? Alter, ich stehe hier! Wo denn? Ach, da. Wo denn? Hallo? Der hat einfach auf mich geschossen. Lass es. Ich bin schon nackt, du Esel. Ich hab auf mich geschossen. Der ist du hast auf mich geschossen. Was war das? So, ich hab nur noch ein Das ist. Was das ist, werdet ihr aus Jugendschutzgründen niemals erfahren. Aber das Video ist an dieser Stelle vorbei. Ich wünsche euch ein ganz tolles Silvesterfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir sehen uns hier im nächsten Jahr auf jeden Fall wieder auf dem Kanal. Und bis dahin, ihr wisst es bereits, alles Gute für euch.